Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute, bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2022. Und es könnte heute schon sehr, sehr schwer werden, denn es geht gegen Argentinien, Leute. Ja, das wird keine leichte Partie. Das könnte, wenn es wirklich schlecht läuft, schon das ausbedeuten. Ja, muss man ja ehrlich so sagen. Das ist schon eine starke Partie. Aber wenn ich das so sehe, die anderen Partien sind natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, im Viertelfinale, da triffst du halt auf keinen leichten Gegner, muss man sagen. Dänemark, okay, kann man auch einigermaßen als leichten Gegner einstufen, wäre natürlich schön gewesen. Frankreich hat jetzt das Glück. Dänemark hat sich mit 2:1 gegen die Schweiz durchgesetzt. Frankreich 4:0 gewonnen gegen Mexiko. Oh, England knapp 2:1 verloren gegen Spanien, Brasilien auch nur 2:1. Und Argentinien knapp 1:0 gegen Belgien. Das heißt, hätte Belgien, ich weiß nicht, ob wir, Belgien wäre natürlich auch wieder so eine Sache gewesen. Die kennen wir aus der Qualifikation. Da haben wir immer gegen Italien gespielt, das ewige Battle, ihr wisst Bescheid. Lasst wie immer gerne noch Like da, lasst wie immer gerne noch ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Wie immer gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und täglich einschalten, ihr wisst Bescheid. Schreibt gerne mal in die Kommentare, Leute, was meint ihr, wer gewinnt das heutige Battle? Wer fehlt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Hashtag Juve oder Hashtag Argentinien. Ab in die Kommentare. Ich würde sagen, wir trainieren mal direkt hier unseren neuen Spieler, den wir in der letzten Folge geholt haben. Der ist leider gar nicht in der brasilianischen Nationalmannschaft. Okay, gut. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu früh, aber na gut. Hat gute Werte. Ich hätte ihn mitgenommen, Leute. Romano und Bruno verbessern sich wieder. Das gefällt mir schon mal. Wie immer, Leute, wer noch Lust hat, schau mal auschecken. Ihr wisst es ja. Nice Designs in Schwarz und Weiß als T-Shirts Pullover. Ihr kennt das Ganze ja. Das hier ebenfalls als T-Shirts Pullover in Schwarz und Weiß, Orange, Blau, Rot und Grün in den 4 Camouflage-Farben. Also checkt es gerne aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe. Gibt es auch wie immer noch zu eurer Bestellung dazu, wollte ich gerade sagen. Nee, könnt ihr euch holen. So sieht es aus. Gratis Autogrammkarte kommt gleich. Handyhüllen gibt es auch noch in Orange, Blau, Rot, Grün. Und jetzt gratis Autogrammkarte. Kommt natürlich auch noch, ne? Zu eurer Bestellung dazu, also wenn ihr Lust habt, checkt es gerne aus. Ich danke euch, danke an jeden, der mich da mit einem Kauf unterstützt, Leute. Und dann wollen wir mal schauen. Also ich habe irgendwie schlechtes Gefühl, Mann, gegen Argentinien. Dybala mit 3 Treffern hier von Argentinien, der beste Torschütze, kennen wir ja von unserer Mannschaft. Wäre natürlich schöner gewesen. Anscheinend ist er gut drauf, wenn er bislang nicht so gut ins Turnier gestartet wäre. Aber das sieht anscheinend nicht schlecht aus. Jetzt haben wir hier das monatliche Scouting-Update noch am Start. Aber ich würde sagen, vorher, bevor wir alles andere machen, starten wir erstmal ins Spiel gegen Argentinien. Weil ich will jetzt nicht hier irgendwie groß verhandeln oder so mit irgendwelchen Spielern, bevor wir hier nicht das Argentinien-Spiel absolviert haben. Blanco, Alter, warum hat der so ein Riesenbild gerade? WTF, guck was mit, ich glaube, das ist einfach nur verzogen, das ist irgendein Bug. Seht ihr sein Gesicht? Juckt den gar nicht, Digga. Der zieht sein Gesicht über die halbe Fläche da, kennt er nichts. Beste Elf ist am Start, alle 100%ig fit, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, einmal tief durchatmen, Leute. Und dann geht es direkt rein gegen Argentinien, Leute. Wird keine leichte Sache, aber wir werden sehen, wie es laufen wird. Ab geht's. Zuletzt gewonnen gegen Belgien 1:0, gewonnen gegen die Schweiz 2:1, gewonnen gegen Kamerun 3:1. Aber gut, sonst wären sie auch nicht bis hierhin gekommen, wenn sie verloren hätten, das ein oder andere Spiel. Deswegen, ab geht's. Wir haben auch eine weiße Weste bislang. Nee, wir haben ein Unentschieden, glaube ich, gespielt, ne? Ein Unentschieden war dabei in der Gruppenphase. Das letzte Spiel, glaube ich. Naja, ab geht es gegen Argentinien. Messi ist noch dabei. Scheiße. Baku mit dem 1:0. Cutrone gleicht aus. Magalan verletzt sich. Barea holt sich die gelbe Karte ab. Also einiges los hier in den ersten knapp 23 Minuten. Es geht mit dem 1:1 in die Halbzeit. Also für beide eine ganz, ganz okay Ausgangssituation noch. Das heißt, der nächste Treffer könnte hier der Lucky Punch sein und die Partie entscheiden, aber ich hoffe, der fällt auf unserer Seite und nicht in den letzten Minuten. Es geht in die Verlängerung. Spiel auf Augenhöhe. Scheiße, Mann, ich habe das Gefühl, es geht hier ins Elferschießen. Und ich will nichts sagen. Ey, es passiert ja hier gar nichts mehr. Es geht ins Elfmeterschießen. Wir gewinnen 5:4. Scheiß die Wand an. Oh mein Gott, Alter. Leute, was war das für eine Partie, Mann? Wollt ihr mich verarschen? Warum mache ich es so spannend? 5:4. Ich habe auch das Gefühl, also ich weiß nicht, irgendwie, immer wenn so Partien ins Elferschießen gehen, geht gefühlt jedes Spiel 5:4 aus. Kann das sein? Also ich habe noch gefühlt nie ein anderes Elferschießen gesehen. Was weiß ich, ein 4:2. Was gibt es noch? Was kann noch passieren? 5:3, kann das passieren? Ich weiß nicht, ja, vom Ding ja schon, wenn der Letzte auf der Seite schießt. Also irgendwie geht es immer 5:4 aus. Komische Sache, aber gut. Baku ist ja eigentlich auch ein mega gutes Talent.
Lo Celso auch. Müssen wir ins Auge fassen hier, die beiden. Barco und Lo Celso, interessiert mich mal. Icardi sitzt auch wieder nur auf der Bank. Das ist natürlich auch bitter. Ne? Messi mit 36 spielt immer noch. Icardi, Martinez auch nur auf der Bank gewesen. So, wir wollten jetzt nachschauen. Barco und Lo Celso. Lo Celso ist ja ein echt... es geht gegen Spanien, meine Fresse, wir haben aber nur, okay, ist Halbfinale, ne, da kannst du dich nicht beschweren. Wir schauen mal gleich die anderen Partien an, und zwar Lo Celso, der ist denn echt jetzt zu Tottenham gewechselt, beziehungsweise ausgeliehen, 86er Rating, spielt bei Inter. Der wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch nochmal ein viel, viel besseres Potenzial haben. Das war auch schon 26, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der ist jetzt auf 86, ich glaube halt viel wird da nicht mehr gehen. Von daher wird sich das, glaube ich, nicht so wirklich lohnen. Ezekiel Barco, das ist der Kollege hier, der sonst zu Beginn der Karriere mal 18, 19 Jahre alt. Mittlerweile auch schon 23, aber auch nur eine 83. Also, naja, gut. Aber, der hat einen Marktwert, das ist das einzige Gute gerade. Marktwert von 35 Millionen und eine Freigabesumme von 25. Das heißt, den könnten wir kaufen. Und hätten vom Ding her schon direkt einen Gewinn von knapp 10 Millionen, wenn wir den sogar noch ein bisschen verbessern, vielleicht sogar noch von mehr, 15, 20 Millionen. Aber ich weiß nicht, ob sich das natürlich jetzt lohnt. Unbedingt. Also eigentlich musst du so einen Spieler direkt holen, Mann. Aber ohne Scheiß, wenn ich jetzt bei einer Mannschaft wäre, die weniger Geld zur Verfügung hätte, würde ich ihn direkt instant holen, egal ob der bei mir spielen würde oder nicht. Allein aus dem Grund, weil du dadurch ganz locker easy plus machen kannst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das so lohnt hier, ehrlich gesagt. Wir werden wohl zwischen 35 und 45. Also seht es, man würde wahrscheinlich auch 45, also ich sag mal 40 bis 45 würdest du wahrscheinlich für den bekommen. Das heißt, du würdest easy 20 Millionen plus mit dem machen. Ne? Der hat auch 4 Stellen Skills, 4 Stellen Schwachfuß. Können wir mal überlegen, Leute. Ja? Also will ich jetzt nicht ganz abstreiten. Werden wir mal schauen. Ja? Also könnte sein, dass der vielleicht doch noch irgendwie zu uns geholt wird, ich weiß nicht. Wir schauen jetzt erstmal hier das monatliche Scouting-Update an. Und... gucken mal, ob hier noch der ein oder andere Gute dabei ist. Der hat dann nur bis 53, das lohnt sich nicht so wirklich. Der ebenfalls bis 54 lohnt sich auch nicht so wirklich. Blondeau bis 63, das ist in Ordnung erstmal. Das die ist sehr in Ordnung. Xavier Melo bis 72. Im Endeffekt hat er wahrscheinlich dann auch 58 oder so, weil 54 bis 72, das weiß ich jetzt schon wieder. Wir werden ihn trotzdem verpflichten. Den werden wir ebenfalls verpflichten. Also ich weiß nicht, unsere Jugendscouts, die haben gerade eine richtig gute Phase. Ohne Scheiß, die haben eine richtig gute Phase. Ihr wisst es ja, die bringen eigentlich immer nur schlechte Spieler mit, aber irgendwie gerade... ja, das gefällt mir, muss ich sagen. Also die Spieler, die... okay, der ist... doch, hat er sich gerade noch... ja, der hat halt 48 bis 66, das lohnt sich halt dann wirklich auch nicht. Und 69 bis 93 Potenzial, das ist halt so eine weite Spanne. Das lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Genauso wie bei Bruno Ferreira, ich weiß es nicht. Ob sich das lohnt, jetzt die beiden zu verpflichten, aber wiederum... könnte natürlich auch sein, dass er fast, weiß ich, 64 hat oder so. Komm, wir nehmen ihn einfach mal mit. Ja, was soll's. Ich sag mal so, rauswerfen können wir ihn später immer noch. Von daher nehmen wir den auch erstmal. Ah, okay. Na gut, müssen wir erstmal wieder den einen oder anderen... oh, der ist auf 64 mittlerweile. Da müssen wir auch mal schauen, den eventuell doch hochzunehmen in die erste Mannschaft. Weil allzu lange, muss man ehrlich sein, der hier ist halt eine Legende, ne? Eigentlich müssten wir ihn rauswerfen, weil der 36 hat. Aber der ist halt so eine Legende. Den will ich ehrlich gesagt behalten. Der hier ist halt, der hat 50, aber der ist erst 15. Oh, Acevedo, Mann, der hat auch 49, ey, das ist doch... der hat 58, ist immerhin schon mal in Ordnung. Wir haben wieder keinen Spieler über 60, fällt mir... ah, doch, der hier hat immerhin 60. Ja, wenn... ich glaube, den werfen wir raus hier, weil der hat nur 84 Potenzial, tut mir leid. Aber du musst erstmal weg, Bro. Tut mir sehr leid, aber muss Platz geschafft werden für... der ist auch nicht schlecht hier, ne, Tavares. Gute Frage, wir nehmen den hier mal mit. Gut, den anderen werden wir mal weiter beobachten. Wir können halt auch nicht jeden mitnehmen. Wir haben ja sogar noch einen hier. Warte mal, wenn der auch wieder gute hat, dann kriegen wir langsam ein Problem hier. Aber das lohnt sich nicht, dass sie... ja, nee, das geht klar, Leute. Okay, hier brauchen wir keinen von, glaube ich, erstmal mitnehmen. So, jetzt haben wir 8 Stunden hier verbracht. Bentancur, PSG, 87 Millionen bieten die uns. Alter, krass. Wir wollen uns aber jetzt erstmal um Icardi kümmern, Leute, ja. Um Mauro Icardi. 65 Millionen bieten die. Boah, wir hätten damals, wie gesagt, ich muss sagen, ich muss mich damit abfinden, der ist 29, dass die Ablöse weniger werden wird jetzt langsam mit dem Jahr, mit den Jahren, ne, ist klar. Ich denke halt immer zurück an die Ablöse von Real Madrid, die uns 150 Millionen gezahlt haben vor 2 Jahren für Icardi und der dann den Deal abgelehnt hat. Daran erinnere ich mich halt immer zurück so und deswegen denke ich mir halt immer so, ey, ich will den jetzt nicht abgeben, Mann.
für weniger oder für viel weniger. Ich will eigentlich schon so 75 bis 80 will ich schon haben. Und unser Manager sagt ja auch, dass wir das verlangen können. Die bieten schon mal 74. Unter 80 will ich ihn eigentlich ungern abgeben, ohne Scheiß. Wir gehen mal auf 85 und dann auf 80. Ich hoffe nicht, dass sie es jetzt direkt ablehnen werden, 85, und uns noch die Chance geben. Jawohl. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt auf 80 gehen, dann werden wir uns, glaube ich, einigen. Ich weiß halt nicht, sollen wir Icardi wirklich abgeben oder nicht, Mann? Das ist halt so eine Frage. Das Ding ist vom Ding her, also ich sag mal, aus geldtechnischer Sicht brauchen wir nicht abgeben. Das ist mal ganz klar. Andersrum müssen wir ihn eigentlich abgeben, damit wir halt ein paar weniger Spieler haben und damit halt Moyes kennen und so weiter. Und Cutrone ist ja jetzt auch bald zurück von Ausleihe. Och, Digga, dein Ernst, ey, ja gut, da hätte sich das mit erledigt, ey, ich sollte einfach auf 80 gehen, ey, meine Güte, dann hätten die es wahrscheinlich akzeptiert. Aus der Sicht wiederum hätten wir ihn eigentlich jetzt abgeben müssen, damit wir halt ein bisschen Platz haben, damit wir einen Stürmer weniger haben. Aber ich will halt schon die 80, warum bin ich auf 80 gegangen, ich Vollidiot? Die haben 76 geboten, 80 hätten die safe angenommen. Aber ich hab mir gedacht, ob 80 oder 83, alter Scheiße, hab ich mir gedacht, wenn sie ihn haben wollen. Und vor allem, Junge, jetzt ohne Scheiße, Leute, Barcelona kommt jede, wirklich jede Transferphase an und will Icardi holen. Jede. Aber irgendwie wollen die nie dann das bezahlen, was wir haben wollen. Ne? Das ist halt das Ding. Orsolini und Havertz wurden ausgeliehen. Hatten wir in der letzten Folge schon gesehen. Da hatten wir einen Vorvertrag mit geschlossen. Orsolini geht zum FC Bayern. Havertz zu Atletico Madrid. Wird auch interessant. Wir wollen noch die anderen Partien anschauen. Genau. Und zwar geht es hier uns im Halbfinale gegen Spanien. Wird keine leichte Sache werden. Niederlande gegen Frankreich. Das heißt, Deutschland hat verloren. 1-0. Knapp verloren gegen Deutschland. Frankreich marschiert wieder 3-0 durch. Okay, gegen Dänemark. Aber ich muss sagen, Frankreich bislang durchmarschiert. Ne? Aber die hatten auch, muss man ehrlich sagen, noch nicht die allerstärksten Gegner. Spanien 2-1 knapp gewonnen. Jetzt bin ich in der Quali-Runde. Oh, das würde ich auch mal gerne. Ey, ohne Scheiß, ich würde mal gerne irgendwie so Champions League oder Europa League Quali spielen. Das wäre schon geil. Leipzig muss Quali spielen, sehe ich gerade. Und ein paar Mannschaften stehen noch gar nicht aus. Ja, läuft. Das wäre mal, ohne Scheiß, das wäre mal so ein richtiger Nervenkitzel, man, ohne Scheiß, ey. Das würde ich schon feiern. Aber na gut, mit Juventus, wenn man 107 Punkte in der Saison holt, muss man keine Quali spielen für die Champions League. Bislang noch nicht viel passiert, ne? Blanco und Ribeiro da Silva, die einzigsten Transfers. Aber gut, ist natürlich auch noch momentan, läuft noch die WM. Das heißt, da passt natürlich, passiert natürlich dann erstmal eh nicht viel. Also, das wird interessant, Leute. Ja, wie gesagt, Frankreich durchmarschiert bislang, aber Dänemark und hier Mexiko, als okay, Mexiko, ja, geht, aber natürlich jetzt eher mittelmäßigere Teams, also von daher müssen sie da gewinnen, aber 4-0 und 3-0 musst du auch erstmal gewinnen, ja, 7-0 Statistik in der K.O.-Phase, kann man schon machen, wir treffen auf Spanien, die immer nur knapp gewonnen haben, muss man dazu sagen, ihr seht jetzt 2-1 gegen England, 2-1 gegen Brasilien, natürlich auch bessere Gegner gehabt, als wir, muss man ehrlich sagen, okay, wir auch nur knapp gewonnen im Elferschießen, ne? Das war's aber auch erstmal von der heutigen Folge, ja? Morgen geht's weiter, Halbfinale gegen Spanien, ich hoffe, ihr seid dabei, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo, oder falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke habt ihr übrigens nicht zu verpassen, checkt auch gerne meinen Shop aus, Nice Designs, in schwarz und weiß als T-Shirt, als Pullover, wie immer, nicht vergessen, ne? Das hier gibt's auch noch, in schwarz und weiß als T-Shirt, als Pullover, orange, blau, grün, in den 4 Thermoflaschfarben, also gerne abchecken, Kissen, Tassen, Turmbeutel, wie immer, Nice LED-Lampe haben wir auch noch am Start und die Handyhüllen in den 4 Camouflage-Farben. Orange, Blau, Rot, Grün gibt es auch noch. Checkt es also gerne aus. Außerdem gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Das war's von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis morgen. Haut rein und ciao.